Der mittlere Pokal des Knobelkampfes, dem Träger des ausgefuchsten Kopfes, der Gegner 6 mit einem der einfallgeborenen Listen immer müden Geiste kühn Gemut darin niederstreckte. Und das sagt ihr jetzt dreimal. Schön. Wir haben noch ein weiteres Herz erhalten, das ist auch sehr schön. Das Rätsel, das war interessant auf jeden Fall. Also wir haben jetzt das Rapier. Das werden wir jetzt bei diesem Wolf ausprobieren. Moment. Bing! Ach, Parade, verdammt. Das gibt's doch nicht. Mit was wehrt denn der ab? Zieht immer noch genauso viel ab. Nee, doch, Moment, es hat 2 Herzen abgezogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Schön! Der Feind sinkt in den Staub, 13 Erfahrungspunkte und mehr Wolfsfell. Wir wollen natürlich so viele Gegner wie möglich besiegen, um möglichst viele Erfahrungspunkte einzuheimsen. Und wenn wir viele Erfahrungspunkte und somit gewonnenes Gold einheimsen, steigen wir auch im Rang auf. Und unser momentaner Rang ist Einbrecher. Das ist kein schöner Rang. Übrigens stand dort gefundene Schätze 0, obwohl wir ganz offensichtlich einen Schatz gefunden haben, nämlich das Rapier. Aber gut, was soll's, vielleicht zählt es nicht zu den herkömmlichen Schätzen, sondern, naja, zu einer anderen Form von Schätzen. Also ein richtiger Schatz halt aus Gold und Juwelen und Gold und weitere und Perlen. Auf jeden Fall können wir uns nun dem fiesen Schurken stellen, der hier fiese Matenten macht. Ja, da freue ich mich drauf. Da können wir noch einmal dieses kleine Rätsel lösen, um ihm sein Schild aus der Hand zu entreißen. Und dann sind wir quasi auf Neuland. Dort, wo die Demo endete. Okay, wir brauchen definitiv Pedro, wir brauchen Gras, wir brauchen einen Stein. Nein, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wir sammeln lieber keine Steine mehr ein. Also, wir brauchen Gras. Wir brauchen, genau, Farbe. Dann benötigen wir Schmerzen. Und als nächstes mehr Schmerzen. Ach, jetzt fällt mir wieder ein, wie das kleine Kniffelrätsel ging. Also, Gras. Mussten wir nicht den Stein anmalen? Vielleicht. Ach ja, in der Reihenfolge einsammeln, dann funktioniert's auch mit den Hühnern. So, jetzt können wir Folgendes machen. Das Huhn entkleiden und das hier tun. Ich mag die Animation. Das ist so lächerlich, dass es schon wieder geil ist. Mein Schild! Glaub nicht, nun hättest du ein leichtes Spiel. Normale Waffen können meine dicke Kluft ohnehin nicht durchdringen. Knüppelfutter. Tja, aber ich habe keine normale Waffe mehr. Oho! Ich habe ein Rapier. Das schneidet sogar Papier. Scheint meine Kumpane besiegt zu haben, aber ich bin auch sein Mann an Holz. Und gleich gehört der Kopf mir und damit auch das Gold. Ja, das wollen wir mal sehen. Mein Konter ist perfekt. Meine Parade ist perfekt. Ich bin unaufhaltbar. Und unantastbar. Zack, zack. Und noch eine Kombo drauf. Bam, bam.
Und den Rest erledigen wir mit normalen Angriffen. Bisschen harter Brocken. Würde mir eine Freude sein, meine Keule auf den Resten tanzen zu lassen. Und dein Diener gönne ich mir als Nachtisch. Boah, der ist voll pädophil. So, jetzt habe ich es auch mal gesagt. Und nochmal in die Fresse. Ah, nehmen. Komm uns in die Eier. Aber jetzt in die Eier. Da, wo es besonders gut weh tut. Und manchmal gut tut. Außer der Feind sinkt in den Staub. Don Hanano erhält 100 Erfahrungspunkte und hinterlässt ein blaues Kopftuch. 3er Heilung, 20 Goldmünzen. Sehr, sehr schön. Der mittlere Pokal des Fechtkampfes, dem Bescherer nunmehr schon 6-fachen Klingentodes mit einer aufrichtigen Würdigung seiner Kunst des Gegners Leib durch wohlgesetzte Zusätze zu lüften. Genau. Das dachte ich auch gerade. Dann können wir weitergehen. Beziehungsweise, ich wäre gerne nochmal zurückgekehrt, weil hier ein Busch ist. Dann können wir weitergehen. Ah, und dieses Dorf ist mir völlig neu. Hier spiele ich also völlig blind. Hallo, Senorita. Oder halt Rodrigo. Herzlich willkommen in unserem abgeschiedenen Dorf. Ich darf euch beglückwünschen, hochedler Don. Ihr seid der erste Besucher seit... Bekomme ich ein Geschenk? Nein. Für ein abgeschiedenes Dorf ist es schon teuer genug, einen Begrüßer wie mich zu bezahlen. Und wolltet ihr etwa wegen eines Geschenks auf meine Dienste verzichten? Worin genau bestehen diese Dienste? Herzlich willkommen, Strahl. Immer lächeln und winken. Oh ja. Genau. Das sieht mir noch nach einem Rätsel aus. 1, 2, 3, 4, 5 hoch, 1, 2, 3. Aha. Dann 4 nach links und nochmal 2 hoch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 1, also bis ans Ende. Und was passiert, wenn wir uns verschneiden? Werden wir auch gleich sehen. Ach wie. Wie wär's damit? 10 Goldmünzen und wenn wir jetzt Folgendes machen, passiert nichts. Okay. Verstehe ich nicht. Leute, wir müssen die Büsche so lassen. In dieser Form. Wir versuchen es. Ich habe keine Ahnung. Hat sich jetzt vielleicht auch das Muster geändert? Nein, ist doch mal das Gleiche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ist wahrscheinlich alles falsch. Aber es ist mir egal. Ich versuche es dennoch. Denn es dauert so lange, das ist schon ridiculous. Das kann nicht das Rätsel zur Lösung sein. Das wäre absurd. Das wäre Sparta. Das wäre völliger Wahnsinn. Den noch weg. Aber man weiß ja nie. Außerdem finden wir, dabei Goldmünzen. Habe ich mich vielleicht auch verschnitten? Ja, das habe ich. Das habe ich in der Tat. Das war verkehrt. Es geht nicht bis an den Rand. Sondern nur 3 nach links. Ach so, Moment. 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Dann wieder 3 nach links. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Dann 1, 2. 3 nach links und den nehmen wir auch noch mit. Und nichts passiert. Dann lassen wir es erstmal so. Womöglich doch alles andere wegschneiden. Gib gedacht, Don, das Tier wirkt unheimlich aggressiv. Puh, puh, leck mich.
Hui, ängstlicher Pedro. Seit wann fürchtet ein stolzer Spanier den Stier? Sieh mich an. Ach, wenn ich nur an die animalische Kraft des geahnten Bluts denke, überkommt mich die Lust, mich mit ihm zu messen. Wenn ihr das sagt, Don? So spricht ein Spanier. Dann andale, tapferer Pedro. Que? Steh nicht so da. Nimm es mit ihm auf. Oh, oh. Ach, Pedro ist so tapfer. Schau nur, was ist denn das? Du kannst voll kein Spanisch lesen, ey. Guck dir doch mal spanische Filme an, dann weißt du es. Dörp-di-dörp. Pedro, nimm es mit dem Stier auf. Aha, diese verrückte Jugend aber auch. Das sehe ich mir an. Stierkampf. Weiche dem angreifenden Stier mit hoch und runter aus und versuche dann, ihm einen Klaps zu geben mit Enter. Pedro sollte möglichst selten getroffen werden. Das dachte ich mir. Au! Au, okay, ich verstehe. Mhm. Okay, ich verstehe. Hii! Hii, kriegst mich nicht. Haha, lustig. Nochmal. Der Don sollte so oft wie möglich getroffen werden, stand ja dort. Stier berührt 6-mal, Pedro getroffen 2-mal. So lass... Nö, durchlauf, jetzt wissen wir, wie das Ganze funktioniert. Das können wir besser. Pedro ist zu mutig. Zu gut, um an dieser Stelle aufzugeben. Wenn auch gezwungen mutig. Aber mutig ist mutig. Schließlich könnt ihr einfach wegrennen. Oho. Andale, andale. Arriba, arriba. Was er zu dieser mexikanischen Maus passt. Stier berührt 10-mal, Pedro getroffen 0. So lassen? Ja, so lassen. Ich fand es so tapfer von euch, euren Diener zu riskieren, edler Don. Olle, mein Lebtag habe ich noch niemanden gesehen, der es so mit dem Stier aufnehmen kann. Lasst euch für eure Vorführung beschenken, Don. Hernando erhält eine Dreierheilung. Hernando erhält 20 Gold. Wahrlich, ein tapferer Mann, dieser Hernando. 4-mal hat mich der Toro erwischt, Pedro. 4-mal, kannst du dir das erklären? Ups. Schön. Das ist schön. Nicht so schön für Hernando, aber schön für das Gameplay. Oi, oi, fremd in unserem kleinen abgeschiedenen Dorf. Na, hat ein kleiner aufgeweckter Mann wie du vielleicht etwas Gold? Gold? Ich, Don, aber wo denkt ihr denn hin? Dann verschwinde. Werft eine Münze hinein, Don, und der Brunnen wird euch einen Wunsch erfüllen. Wollt ihr? Si oder no? No. No ist hoffentlich nein auf Spanisch. Wir haben 340 Gold, das will ich doch nicht riskieren. Obwohl kommt die eine Münze. Si! Mein Wunsch wurde erfüllt. Exzellente, es funktioniert. Können wir das nochmal machen? Ausgezeichnet. Ein waschechter Don wie ihr, wenn meine Rüstungen zu schätzen wissen. Oh, gerne. Neue Rüstung. Hufeisen. Galopp. Was? Galopper leicht. Ah! Lange Worte sind lang. Galopp erleichternde Pferdeunterlegscheiben. Kostet nur 6 Gold. Holen wir uns. Wir benötigen nachher wahrscheinlich 4 Stück. Aber wir lassen es erst einmal so und wir rüsten uns auch noch nicht neu aus, denn wir wissen noch nicht, an was für Schätze wir so gelangen werden. Der Wirt hat eine wirklich dumme Idee und wer muss es ausbaden? Maria! Ja, nicht du, Maria, ich! Ach so!